Auf ihre 16 Jahre als Kanzlerin hat Angela Merkel bei einem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse zurückgeblickt. Dabei gestand die Altkanzlerin auch Fehler ein, etwa beim Klimaschutz. Ereignisse wie die Finanz- oder Flüchtlingskrise hätten sie daran gehindert, anderen Themen mit mehr Kraft nachzugehen. Auch hätte sie Frauen nicht ausreichend gefördert, das zeige die Zahl der weiblichen Mitglieder ihrer Partei. Ihre Russlandpolitik jedoch verteidigte Merkel. Und ich hätte lieber Gas importiert aus Großbritannien und Norwegen, wie wir das früher gemacht haben, aus den Niederlanden. Die standen aber nicht mehr zur Verfügung. Für uns stand die Frage, teureres LNG, ein Drittel teurer, zu importieren oder billigeres russisches Gas. Gleichzeitig wollte ich, dass mit Russland der Prozess mit der Ukraine zusammenbleibt. Ich hätte nicht, ich habe ja jetzt nicht die Anträge für Industrieprojekte gestellt. Wir hätten ein Gesetz machen müssen, was sagt, es verbietet, mit Russland weitere Gasimporte zu machen. Das erschien mir zum damaligen Zeitpunkt nicht richtig, zum heutigen Zeitpunkt ist es etwas anderes. Aber wir bezahlen dafür natürlich jetzt auch einen Preis. Jetzt wird das Gas teurer, jetzt wird der Strom teurer, jetzt wird darüber geredet, brauchen wir Subventionen für den Industriestrom und so weiter und so fort. Das Ganze hat also auch eine Kehrseite. Und damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich das zu entscheiden hatte, gab es niemanden, der in einen LNG investieren wollte, niemanden, der langfristige LNG-Lieferverträge machen wollte. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.